Kartoffelbrei auf Kunst. Was bringt so ein Protest? Was dagegen spricht, die Aktion an sich ist weit weg vom eigentlichen Anliegen der Klimabewegung. Ja, allerdings. Sie lenkt ab. Es wird mehr über die Aktion als über das Ziel diskutiert. Ja, besonders wie unsinnig das alles ist. Und Kritiker können die Klimabewegung leichter als radikal und kriminell abstufen. Ja, was heißt denn hier abstufen? Ist Sachbeschädigung kriminell, ja oder nein? Und was dafür? Verschiedene Aktionsformen nebeneinander erhöhen den Erfolg eines Protests, solange Gewalt gegen Personen ausgeschlossen ist. Inwiefern kommt es denn hierbei auf Verschiedenheit an? Kommt es nicht eher darauf an, dass man eine Methode wählt, die effektiv ist, um somit seine Botschaft zu transportieren? Und vor allem den Leuten nicht auf den Sack zu gehen? Ziviler Ungehorsam bringt Aufmerksamkeit. Ja, negative. Bewegungen müssen immer mit neuen Mitteln protestieren. Ja, das heißt, hier müssen sie. Bewegungen können doch gegebenenfalls auch zum Beispiel mit Flyern und Aufklärungsaktionen arbeiten, ohne was zu beschädigen. Was heißt denn hier müssen? Ziviler Ungehorsam macht Druck. Bewegt die Politik dazu, sich auf Gespräche einzulassen, wenn andere Protestformen nicht wirken. Ja, und wieder mal stellt sich für mich die Frage, warum beschmiere ich eigentlich nicht Sachen mit Kartoffelbrei, und zwar so lange, bis meine politischen Vorstellungen durchgesetzt werden? Aktion ist nicht übertrieben, ja, erzählt das den Besitzern der Gemälde? Im Vergleich zu früheren Protesten, zum Beispiel Anti-Atomkraft-Bewegung, ist die Aktion noch moderat. Ja, sowas nennt man relativieren. Wir sprechen hier nicht über Atomkraft-Bewegung, sondern über Kartoffelbrei auf Gemälden. Und im Hinblick auf die Schwere der Klimakrise verhältnismäßig. Ja, bereut eure Sünden, das Ende ist nah, wir werden alle sterben. Und das beweist wieder mal das, was ich schon die ganze Zeit sage. Wenn man die Leute dazu verleiten will, sich an bekloppten Aktionen zu beteiligen, muss man ihnen nur Angst einflößen. Denn hast du Angst in deiner Birn, ist kein Platz mehr für Gehirn. Haben das alle verstanden? Go! Und nicht nur das, denn Menschen lernen zum Beispiel auch Slogans auswendig. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Das ist natürlich auch eine interessante Logik. Leute, stellt euch mal Folgendes vor. Jemand kommt zu euch nach Hause und demoliert ohne erkennbaren Grund euer Eigentum. Woraufhin ihr diese Person konfrontiert und dann Schadensersatz verlangt. Und als Antwort erhaltet ihr, ja, es existieren doch Probleme, die weitaus bedeutsamer sind als bloße Sachschäden. Ja, habt ihr etwa Angst davor, dass jemand grundlos euer Eigentum beschädigt? Habt ihr etwa Angst vor ein bisschen Kartoffelbrei und Tomatensoße? Also jetzt habt euch mal nicht so. Nein, ihr geistigen Tiefflieger, das hat nichts mit Angst haben vor etwas zu tun. Wenn es hier jemanden gibt, der Angst hat, dann seid ihr das. Die Wissenschaft. Trademark, Copyright, All Rights Reserved. Dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können. Irgendwo habe ich mal gehört, ich kann mich gerade gar nicht mehr an die genaue Quelle erinnern, dass wir in Zukunft nichts besitzen und glücklich sein werden. Da frage ich mich, wie passt das zusammen mit 2050 können wir unsere Familien nicht mehr ernähren? nein, um die Umwelt zu retten, braucht man keinen Kartoffelbrei auf einem Gemälde. Leute, ich weiß auch nicht wieso, aber dieses Niveau hier, das erinnert mich schon an eine SpongeBob-Episode. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Also, wir halten jetzt mal fest, Mayonnaise ist kein Instrument, Meerrettich ist auch kein Instrument. Und mit Tomatensoße oder Kartoffelbrei rettet man nicht das Klima. Was für eine bahnbrechende Erkenntnis. Haben das alle verstanden? Gut. So, das ist schon mal das Erste. Und damit ihr zuhört, halte ich für ironisch, wenn man bedenkt, dass ihr mutigen und tapferen Verteidiger der Gerechtigkeit
die Kommentarsektion unter euren Videos deaktiviert habt. Wovor habt ihr denn Angst? Wahrscheinlich ist mal wieder zu viel Hass unterwegs. Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Ja, mit Kartoffelbrei oder Tomatensoße drauf ist es auch weniger wert. Wann ist der Punkt erreicht, an dem ihr hinhört? Hallo. Wann ist der Punkt erreicht, an dem ihr hinhört und nicht einfach so weitermachen? Sorry, meine lieben Klebekinder, ich werde auch weiterhin Auto fahren. Oder Fleisch essen. Oder reisen. Oder ein- und ausatmen zum Beispiel, das mache ich auch gern. Tja, Freunde, das wär's auch schon wieder. Ich bin mir sicher, wir werden den Klimaaktivisten in Zukunft noch häufiger begegnen. Von meiner Seite aus wär's das. Avocado over and out. So blöd kann keiner sein!